Wie verbaut man eigentlich einen Drehzahlsensor an einem Turbolader? Darauf gehe ich jetzt mal ein. Einige von euch haben schon unser Video gesehen, wo es um die Turbolader-Drehzahl geht und was man damit eigentlich macht, wie man das misst und was einem das bringt. Für die, die es nicht gesehen haben, unten in der Beschreibung findet ihr den Link zu dem Video, schaut einfach mal rein. Daraufhin kam natürlich die Frage, oder wegen diesem Video kam die Frage, wie verbaue ich so ein Ding eigentlich und wo kann ich so ein Teil eigentlich verbauen, also so einen Drehzahlsensor. Ganz grundlegend muss man erstmal sagen, der Turbolader muss dafür die Aufnahme haben. Das ist hier zum Beispiel bei so einem EFR-Turbolader an diesem Flansch zu erkennen. Also hier wird der relativ einfach reingesteckt. Aha, verbaut? Nein, noch nicht ganz. Und bei so einem Garrett-Turbolader der neueren Baureihe, ich meine, es ist bei den GTX ab Gen 2 und dann bei den G25, gibt es hier auch schon eine Bohrung dafür. Bei älteren Modellen oder bei den ersten, ist auch lustig, die älteren, neueren Modelle sozusagen, da musste man das aufbohren. Das Loch ist vorgebohrt gewesen, man musste es aufbohren. Jetzt ist es hier eine Schraube drin, dass es schon aufgebohrt ist. Man dreht halt also die Schraube raus und braucht dann nur den Speed-Sensor einsetzen. Bei den BorgWarner-Turboladern ist es so, dass man es immer noch aufbohren muss. Das heißt, diese ganze Bohrung ist vorgefräst und nur der letzte kleine Teil, den man hier drin sieht, hier ist er schon aufgebohrt, der muss dann aufgebohrt werden, weil Prinzip von der ganzen Sache ist das, dieser Sensor, ich stöpsel den hier mal rein, muss natürlich schön dicht in dem Verdichtergehäuse fest drinne sitzen und dann sieht man bei Drehen des Verdichters, wie praktisch jede Schaufel an diesem kleinen Sensor vorbeisaust. Das ist so eine Art magnetischer Sensor, das heißt, der spürt jede einzelne Schaufel, die vorbeikommt, auch bei sehr hoher Drehzahl, deswegen ist das Ding so teuer. Dem muss gesagt werden, beziehungsweise der Anzeige, die das dann auswertet, muss gesagt werden, wie viele Schaufeln hat eigentlich der Turbolader. Und dann weiß er, wie viele Schaufeln vorbeisausen müssen, bis es sich einmal gedreht hat. Jetzt kann man natürlich wieder so eine Grundsatzdiskussion führen, welcher Hersteller ist jetzt der bessere oder welcher hat das besser gelöst. Ist die Schraubenvariante die bessere oder die Aufbauvariante die bessere? Ich muss immer sagen, wenn ich den Speed-Sensor nicht verwende, was ja noch relativ viele Leute machen, habe ich bei der Garrett-Variante so ein kleines Löchlein an einer kritischen Stelle im Turbolader. Finde ich persönlich nicht so cool, wird wahrscheinlich auch keine große Auswirkung haben. Ich finde die nicht aufgebohrte Variante dann immer ganz cool. Und für die, die sowas zum Abstimmen benutzen, haben wir dann bei uns im Shop noch so einen sogenannten Verschluss für den Sensor. Das heißt, wenn ihr den dann nicht dauerhaft im Fahrzeug haben wollt, könnt ihr den dann hier wieder verschließen und habt kein offenes Loch. Das wäre jetzt bei Garrett so, dass man dann einfach wieder die Schraube reindreht. Kann man sich so ein bisschen streiten, was die bessere Variante ist. Und diejenigen, die jetzt natürlich nicht so einen Turbolader haben mit dieser entsprechenden Vorbereitung, für die wird es leider ein bisschen komplizierter. Darauf will ich jetzt gar nicht im Detail eingehen, weil da müsstet ihr dann anfangen, die Höhe auszumessen, irgendwo einen Schweißpunkt zu setzen oder was einzudrehen, fräsen, schneiden, wie auch immer. Ihr müsstet euch eine Aufnahme bauen. Da kann ich das dann nicht wirklich empfehlen, also bei Serienladern oder älteren Modellen kann ich das nicht wirklich empfehlen, das einzubauen. Wer es trotzdem machen will, äußerste Vorsicht walten lassen und immer darauf achten, dass der Sensor zum Schluss, also diese Fläche hier unten, mit der Fläche im Verdichtergehäuse schön smooth abschließt, weil da sind sehr geringe Toleranzen, der darf nicht rausgucken und der darf auch nicht zu weit weg sein. Also da müsst ihr ganz schön genau messen. Und das ganz schön genau basteln. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn ihr weiterführende Fragen habt, stehen wir zu eurer Verfügung. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video auch wieder dabei seid.